Die Universitätsbibliothek bietet Ihnen zahlreiche E-Books, die Sie zum Beispiel online auf dem Computer oder offline auf dem Tablet nutzen können. Je nach Verlag ist die Benutzung leider recht verschieden. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie unsere E-Book-Angebote nutzen können. Zunächst finden Sie alle verfügbaren E-Books im Katalog der UBL über eine einfache Suche. Über den Filter Online-Ressourcen wird die Treffermenge auf die online verfügbaren Quellen eingeschränkt. E-Books sind immer auch als solche beschriftet. Hier nutzen wir nun einfach den Link Online-Ressource und klicken dann auf Online-Zugriff. Dieses Buch können wir zum Beispiel direkt online auf unseren Geräten lesen. Für die E-Books vom Thieme Verlag gibt es zusätzlich eine App, eRef, in der Sie das komplette Buch zunächst herunterladen und anschließend auch offline nutzen können. Der Katalog der UBL bietet außerdem einen Filter Buch-E-Book, über den die Online-Quellen zusätzlich nach Büchern gefiltert werden können. So finden Sie auch für allgemeinere Themen schnell passende E-Books. Meistens ist es möglich, diese sofort online zu lesen, zu durchsuchen und das Buch kapitelweise oder komplett als PDF herunterzuladen. Einen Download kann man beispielsweise auf einem Tablet bequem in eine Bookshelf-App verschieben, um dort alle Literaturstellen übersichtlich parat zu haben. Auf dem Computer empfiehlt sich die Verwaltung der PDFs über Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi. Hier können dann zum Beispiel direkt Textpassagen als Zitate vorgemerkt oder Abbildungen in Lernzusammenfassungen exportiert werden. Von Verlag zu Verlag sehen diese Seiten leider immer ein bisschen unterschiedlich aus und auch die Funktionalität variiert. Teilweise können die Inhalte nur für einen Tag genutzt oder nur bestimmte Anteile heruntergeladen werden.